Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Toto. Jo, wir sind heute, ich bin mal ganz aktuell auf dem Account von Lela. Lela muss noch 5 Heldenlevel machen. Ihr wisst ja, ich bin so ein ganz, ganz penetranter. Ich max mal immer alles ganz in Ruhe durch und habe die Geduld nach wie vor gefressen. Also ich bin ganz, ganz geduldiger. Ich mache die Helden, das wisst ihr. Ich habe ja nichts zu verlieren hier. Ich habe auch, es läuft mir nichts weg. Auch wenn mir natürlich unendlich viel Loot flöten geht. Ihr seht, da oben habe ich dann immer meine Lager für die mich so richtig ausräubern möchten, so ein bisschen postiert, dass sie es ein bisschen einfacher haben, ne? Aber wo ich eigentlich heute ganz, ganz kurz mal drauf eingehen wollte, ist diese Rot- und Grünstellung in Klankriegen. Ja, Rot- und Grünstellung in Klankriegen. Ihr wisst, es gibt hier diesen Button, ob man mit in den Klankrieg rein möchte oder nicht. Das sieht man dann in der Suche ja. Wer ist eigentlich rot, wer ist grün? Da kannst du auch mal gerne einen roten mitnehmen. Ihr wisst, ich nehme immer ganz gerne rote mit, um zu checken, ist der wirklich so ultra inaktiv oder beschwert er sich so nach dem Motto, ey, ich war doch rot. Ja, dann ist er wenigstens noch aktiv. Und aber hier kann man natürlich anhand dieses einfachen Ampelsystems stellen, möchte ich in einen Klankrieg mitgenommen werden oder möchte ich in einen Klankrieg nicht mitgenommen werden. Warum ich im Moment nicht mitgenommen werden möchte, ist eigentlich ganz einfach erklärt. Im Moment baut einfach ein Held bei mir aus und wenn ich nicht alle Helden am Start habe, dann müsste es ein Zufall sein, dass ich mich selber hier mit in den Klankrieg reinnehme, nur um hier den Auffüller zu spielen oder halt den King jetzt mit 465 Gems einfach hochballern, muss ich aber gar nicht machen. Ich bin nicht mit im Klankrieg, also muss ich das auch nicht tun. Manche machen das ja und ballern dann trotzdem ihren King oder ihre Queen dann noch im letzten Moment hoch, bevor sie den angreifen. Machen nicht alle, habe ich festgestellt. Und auch immer alle so ein bisschen zu kontrollieren, wer ist hier eigentlich rot, wer ist hier eigentlich grün. Und dann bist du in der Suche drin und dann guckst du, ist der denn wirklich rot, ist der wirklich grün. Ja, der Thales zum Beispiel hat auch noch keine Liga. Aber da ich ihn persönlich kenne, weiß ich, das ist jemand, auf den kann ich mich verlassen. Und wenn er jetzt keine Liga hat, dann muss ich ihn jetzt nicht anhöhlen nach dem Motto, Thales, mach mal Liga, dass man wenigstens ein bisschen Aktivität von ihr sieht. Das gleiche gilt für zwei Socken. Für Schattentänzer weiß ich nicht. Meine Saison hat ja gerade erst angefangen, also da können wir ruhig erstmal noch ein paar Stunden oder Tage, sage ich jetzt mal, so ins Land gehen lassen, bevor man sich überhaupt hier ein Urteil bildet, wer ist hier eigentlich aktiv und wer ist nicht aktiv. Ich meine, ich bin jetzt so semi-aktiv, aber danke übrigens für die schönen Kommentare von gestern unter meinem Video nach 9 Tagen. Nach 9 Tagen kein Video oder nach 10 oder 11, 12 Tagen. Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich mich natürlich gefreut, dass ihr so stark am Start seid. Aber wovon ich eigentlich sprechen will, ich will ihn nicht jetzt runterreißen oder so, sondern ist ja nur ganz normale konstruktive Kritik. Dass wenn wir dann fragen, Mensch, du cooler Junge, wo war denn deine Queen? Ja, wenn man genau nachguckt, dann liegt die Queen auf ihrer Platte und ein Bauarbeiter läuft rumherum und klopft immer auf die arme Dame. Das heißt also, die war im Ausbau und mit Drachen kann man das natürlich auch machen und nur mit dem King ist allerdings ein bisschen schwieriger. Ich meine, mit beiden Helden, das wisst ihr selber, geht es nach wie vor am besten. Ich meine, wenn euer Clan sagt, komm, wir spielen Clankriege nur für die EP, damit wir Clan Level 10 werden, ob wir dann einen Stern holen oder zwei, ist ganz egal, dann geht das natürlich auch. Ist überhaupt keine Frage. Also, wenn es dort draußen dann Clans gibt, die sagen, egal, auch wenn ihr überhaupt keinen Helden habt, macht einfach Clankriege mit, nur für die EP, dann spielen die immer 50er und können so natürlich extrem schnell ansteigen, was Clan Level angeht. Aber es gibt ja auch einige, die fungieren da ganz, ganz anders. Die wollen unbedingt alle Sterne holen und schnappen dann vermeintlich anderen die Sterne weg, die auch gerne natürlich mal einen Plain-Stern geholt hätten. Aber so ist das hier ein bisschen, ich meine, seine Ausrede, jetzt kommt's von mir wieder. Seine Ausrede war, Elektrodrachen falsch gesetzt. Okay. Aber ich glaube auch, ein richtig gesetzter Elektrodrachen hätte diese Base nicht klein bekommen. Muss man mal so sagen. Dafür ist sie zu stark. Das ist eine Maxed Rathaus 9 Base. Die Helden sind noch nicht ganz fertig. Also die Helden sind nicht ausgemaxt. Aber kann man aber sicherlich machen.
auch ohne Held mal angreifen. Okay, der Ramses will da auch was. Die Teilnahme an den Clanspielen war bei einigen wieder vorbildlich. Immer schön abstauben. Oh. Okay, ich guck mal keinen an. Da gibt's auf jeden Fall einen LOL drauf. Ich guck mal keinen an. Ja, ich habe gestern noch mit allen meinen Accounts, nachdem ich ja mit Thorsten auch nur geleached hatte, an den Clanspielen teilgenommen und hat er nicht ganz unrecht, der Ramses. Auch ich habe mit 125 Punkten hier nicht wirklich geglänzt, aber ich habe sie immerhin gemacht. So. Okay, da musste ich mich jetzt gerade mal selber so ein bisschen kaputt lachen, aber wie gesagt, er hat nicht ganz unrecht. Naja, aber wie gesagt, wie ist das bei euch denn klar? Stellt ihr euch grün, rot? Ich meine, ich kann jetzt hier natürlich mit meiner Armee, es ist eine Clankriegsarmee, ganz klar, seht ihr so ein bisschen, ein Gohok, aber nur mit Queen, finde ich, ist auch das sehr, sehr schwer. Wir suchen uns mal so eine Art Max-Base raus, also so ein Max-9er, ne? Ihr wisst, diese Max-9er, ich bin Max außer Helden und Mauern. Okay, so ein Achtertrampeln war natürlich so tot, aber das soll dann auch schon so ein bisschen gerecht bleiben hier. Ja, so einer wäre zum Beispiel was. Ist der schon so ganz, ganz Max hier? Ja, der sieht ganz gut aus, was so die Verteidigung angeht. Und dann kommen wir mal der Queen, würde ich sagen, entgegen von dieser Ecke hier, wo ich jetzt gerade hin zeige, wo ihr das nicht seht. Okay, nehmen wir mal mit. Hinten die Bauhütten verteidigen sich ja noch nicht, das heißt, da können wir schon mal einen Lucky setzen. Gehen wir mal rein. Mal gucken, ob der Clan Burg und so weiter hat. Ist ja so eine typische, wie heißt es immer, typische Farmbase. Jetzt muss ich nur sehen, wann ich eigentlich meine Mauerbrecher spielen kann. 1, 2 reicht das. Da muss noch ein Dritter zu. Okay, da muss noch ein Dritter zu. Clan Burg rein, Queen rein. Die beiden Schnitten hier. Und mal sehen. Meine Mauerbrecher, die dann nach da gehen, die gehen jetzt nach da. Letztendlich muss er nur die gegnerische Queen fallen hier. Und die fällt jetzt schon. Meine Meute ist jetzt schon in der Base drin. Wir nehmen mal hier so ein paar Hawks nur. Nur ein paar Hawks. Einmal hier den ersten Heil. Hier hinten die Bauhütte nicht vergessen. Dann nehmen wir da noch ein paar Hawks mehr mit. Gut, hier wieder über den Flächenschaden unseren Zauber. 1, 2, 3, das waren die letzten. Und dann können wir hier eigentlich schon so ein bisschen anfangen, auch mit Cleanup. Oh, hier sind so ein paar nervige Skelette. Okay, haben wir nochmal einen Flächenzauber für unseren... ja, haben wir nochmal. Okay, na, der hatte jetzt keine Clanburg. Das ist ja immer meine Ausrede. Der hatte jetzt keine Clanburg, auch wenn wir den jetzt gepackt haben. Und aber das, ich meine, im Clankrieg findest du jetzt nicht immer so eine Farmbase hier, denn das ist eine typische Farmbase hier und keine Clankriegsbase, aber vom Ausbau her war die jetzt, ja, maxed, würde ich so sagen. Helden waren nicht maxed, aber es waren beide Helden da nur. Wie gesagt, es kommt nichts aus der Clanburg raus, da kannst du auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen anders planen, aber so funktioniert es noch ganz gut. Hier auch beim Farm, ich habe jetzt wieder alles voll, bis auf das Dunkle. Da fehlt es mir noch ein bisschen, okay. Da muss ich jetzt eben mal schauen. Ich kriege noch keinen Bonus, denn hier muss erstmal was raus. Ich kann im Moment auch nur Dunkle sammeln, kann aber dann womöglich auch danach die Woche wieder, ich nehme das immer so ein bisschen zum Üben. Also ich verbrauche natürlich jetzt gerade ein bisschen Dunkles, Leute. 1843, aber das geht noch, das hält sich noch in Grenzen. Und bin dann aber eher jemand, der eigentlich ein bisschen spart, nur hier so im Rathaus 9 Bereich. Da kann man immer mal wieder so ein bisschen rumüben und dann klappt das auch eigentlich. Ja, okay, bei mir klappte das jetzt mit einem Held. Mein Gott. So, ein bisschen Farm hier. Das mache ich gleich mit dem anderen Account. Und dann will ich euch aber noch einen Angriff zeigen, nämlich den hier oben von Red Fox auf die Nummer 2 auf den Chicken Troll. Pyro Materie. Grüße übrigens an den Clan Pyro Materie, die nämlich aus dem gleichen Land kommen wie wir, also auch aus Deutschland. Grüße gehen an den Clan, der aber womöglich verliert gegen uns, denn im oberen Bereich sind wir gerade wieder ziemlich dominant und im unteren Bereich dreien wir eigentlich ja so ziemlich alles und oben sind jetzt schon 2 Elfer brach auf der Seite von Pyro Materie, aber
vielleicht ja, müsste man gucken. Wir gucken gleich mal rein, ob die das noch reißen könnten. Manchmal kann man ja so ein paar Prognosen abgeben. Was hat er gemacht? Hier Drachenangriff mit 42, 45, 12er Kombi. Und erstmal ein bisschen was weggeblitzelt. Jetzt fiel da, glaube ich, noch gerade ein Feger. Okay, hat er auch noch weggemacht. Wunderbar. Und dann kommt er über die breite Seite hier Richtung Rathaus entgegen. Aber Base, seht ihr selber, ja, so ein kleiner Mix aus 8, 9 und vielleicht 11. Der Adler ist zumindest 11, weil den gibt es halt erst auf Rathausstufe 11. Aber das war es dann auch. Und ja, für mich war letztendlich nur mal die Frage geklärt. Rot-Rot-Grün, ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Wann sollte man sich rot stellen, wann sollte man sich grün stellen? Also, wenn ihr vielleicht Helden im Ausbau habt, dann stellt euch einfach rot. Wenn man euch dann trotzdem mitnimmt, dann müsst ihr ein Veto einlegen, würde ich so sagen. Aber oftmals wird man ja dann mitgenommen, weil man nur ein Placeholder ist. Also einfach nur ein Lückenfüller, ein Platzhalter, um einen Platz vielleicht für einen 20er CK noch zu füllen, weil nur 19 Grüne da waren. Dann nimmt man meinen Roten mit. In der Regel tippt man das dann kurz in den Chat rein. Pass mal auf, Yogi, ich habe dich mitgenommen. Du bist rot, ich weiß. Entweder musst du nicht angreifen, weil wir kompensieren das. Oder du greifst einfach mit dem an, was du hast. Das geht auch. Das kann man natürlich auch machen, Leute. Also da bin ich jetzt auch nicht so der Unmensch, der dann sagt, ich nehme mal Rote mit, damit ich sie kicke. Manchmal mache ich das ja so. Da bin ich auch ein bisschen dieses Ferkel. Also wo ich sage, den nehme ich mal mit. Der hatte die ganzen Wochen Helden, spielt nun die Klarkriege mit. Da muss ja mal was sein. Ja, und dann nehme ich auch schon mal einen Roten mit. Aber ich kicke ihn dann eigentlich nicht. Aber im Moment sieht es noch ganz, ganz gebückt aus hier. Ist das 8 auf 8 hier? Ist das 8 auf 8? Oh, komm. Okay, bestes Beispiel, Leute. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Aber die Base ist auch wirklich nicht 8. Ne? Mann, Mann, Mann. Okay, die Base ist wirklich nicht 8. Die ist irgendwie so, ich hau alles auf Level 1 raus. Weil ich bin der große, große Rusher hier. Und ich mache euch alle nieder, meint der Roli jetzt. Aber der GearGap06 hier vom Clan Free to Play. Warum kenne ich hier nicht alle? Ich kenne in meinen eigenen Clan nicht mal alle Leute. Versägt hier seine Mauerbrecher. Okay, das war wohl nix. Da waren ein paar Vielbomben mehr. Und aber dennoch, ich meine, die Base hier hat jetzt überhaupt keine Gegenwehr mit dem Level 1 Geklüngel da in der Mitte. Ist so ein bisschen spaßig mit anzuschauen. Naja, obwohl. Ein bisschen wehrt sie sich ja, aber gegen zwei Golems. Die haben so viele Trefferpunkte. Ich würde sogar sagen, die halten bis zum Ende. Denn die kleinen Kanönchen hier und auch das Bombentürmchen. Anders kann man die Sachen nicht benennen. Und auch die Klappergestelle, wie Sky sie früher immer gerne genannt hat. Also hier die Level 1 Bogenschützentürme. Die sind wirklich... Ja, okay, die sind... Es sieht aber trotzdem schick aus. Es sieht ja trotzdem schick aus, ne? Alles schön auf Level 1 zu haben. Ich weiß nur nicht, wie gestern der Spruch, this makes no sense. Macht einfach keinen Sinn, das so zu machen. Warum man da nicht ein bisschen weiter ausbaut, um nicht ewig einen Dreier zu kassieren. Selbst gegen ein Rathaus 8er mit einem 1er Golem und 1er Packer. Und ohne Helden. Okay. Ohne Helden, naja, Rot-Grün-Stellung, ne? Ich wollte es nur noch mal betonen. Okay, Leute, das war's auf jeden Fall von mir. Vom netten Mittwoch hier. Ja, heute ist Mittwoch. Wollte ich nur noch mal so angesagt haben. Was genau der Mittwoch mit sich bringt, weiß ich noch nicht genau. Es gibt auch noch einen Mittwochnachmittag, es gibt auch noch einen Mittwochabend und es gibt einen ganz, ganz Mittwoch-Spätabend. Mal sehen, was wir so draus machen. Ich bedanke mich in jedem Fall fürs Zuschauen und wünsche noch eine schöne Restwoche Richtung, ja, es geht hart Richtung Mai, Leute. Zwei Tage, 22, dann ist auch der April Geschichte, aber der hat sowieso gemacht, was er will. Viel zu kalt, viel zu wenig Regen und viel zu viel Sonne, hätte ich fast gesagt. Es ist die ganze Zeit hier sonnig, die ganzen Tage schon, soll sich aber wohl ändern. Bei mir geht die Sonne auf jeden Fall wieder so ein bisschen mehr auf. Ich hoffe, bei euch auch. Danke nochmal. Bis dahin, euer Toto. Clasht.